Einen wunderschönen euch da draußen. Ich sag wie immer Marco, ihr sagt Lorenz. Marco, Marco, Marco. Ihr kennt das, ihr seid einfach nur genial, ihr seid spitze da draußen. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Daily Video Report auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir haben ja gestern schon darüber berichtet, dass wir quasi im Schuppen ein paar Arbeiten gemacht haben. Schuppen 2.0 wohl erwähnt. Ja, unser Hauptschuppen liegt ja mittlerweile hinten. Schuppen 2.0 ist hier vorne. Heute werden in diesem Schuppen noch einige Nacharbeiten fertig werden. Nicht von großem Aufwand, also nicht so wie gestern der Umbau, sondern quasi kleinere Arbeiten. Ich zeige euch auch gleich mal den Sachstand bei den Schuppen 2.0, wie es aktuell aussieht. Davor mal kurz, was ist heute noch alles geplant? Unter anderem wollen wir heute auch noch grillen. Ja, wir grillen mit den Grillen. Wir haben uns jetzt ein bisschen Fleisch aufgetaut, ja, damit wir quasi das sehr schön genießen können. Also es war eingefroren, ne? Deswegen Haltbarkeit 10.09. wäre gewesen, aber es ist ja wieder eingefroren gewesen. Das wird nachher, wenn die Temperaturen raufklettern, natürlich noch genossen. Genauso früh am Morgen, man darf es ja nicht verpassen, ist natürlich auch schon unser Käffchen fertig. Extra schon früh, extra lecker gebrüht. Ich bin gerade dabei, hier nebenbei auch den Wasserkocher ein bisschen nochmal zu reinigen. Die Kamera fixiert leider gerade mich an, deswegen kann ich gerade nicht ganz zeigen. Also der Wasserkocher wird gerade nebenbei ein bisschen entkalkt, was auch sein muss. Ja, wichtige Sachen. Und wieder der Kaffee. Der Morgenkaffee ist auch schon fertig. Und dann haben wir heute auch noch was geplant. Unter anderem natürlich den Schuppen erstmal fertig bauen. Fertig bauen. Fertig bauen. Also die Maßnahmen, die im Schuppen gemacht werden, müssen noch zu Ende machen. Dann muss ich heute noch bei meinem Scooter was reparieren. Aber mein Scooter hat mal diese kleineren Probleme, dass sich Schrauben bei den Scooter lösen. Was bedeutet, dass mein Lenkrad nicht ganz, mein Lenker, nicht ganz so fest sitzt, wie er sitzen sollte. Ist ein bisschen Spiel drin, das heißt, ich muss ein paar Schrauben nachziehen. Kleinigkeit. Und dann ist hinter mir geplant, noch hier heute ein bisschen weiter zu pflastern, den Bereich weiter zu pflastern. Wir haben ein paar Steine noch da. Ich musste mir neue Steine besorgen, aber mit den Steinen, die wir da haben, ist heute auch noch Pflastern geplant. Ja, also ihr seht von Art, immer genügend Aufgaben. Ich sag mal so, jeder, der einen Garten hat oder ein Grundstück zu verwalten hat, der behauptet, er ist komplett fertig, er muss nichts mehr machen, kann man sagen, ist auf jeden Fall gelogen, weil auch wenn man fertig ist mit einer Sache, sieht man dann von Art, ja gut, da könnte ich immer was machen, da wäre noch eine Möglichkeit und so weiter. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo man quasi sagen muss, wir müssen da noch ein bisschen was machen. Und ja, dementsprechend ist immer wieder Arbeit da. Wie war für euch die Nacht gewesen? Also für uns war die Nacht jetzt irgendwie, ich konnte erstmal persönlich gesehen schlecht einschlafen die Nacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen so aussah, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Für mich war die Nacht jetzt unangenehm, ich konnte nicht wirklich viel schlafen. Irgendwie bin ich nicht richtig in den Schlaf reinkommen. Ich war innerlich irgendwie aufgeregt, warum auch immer. Ich muss meine Kette überhaupt nicht raus. Ja, hier meine Schlüsselkette. Ja? Wenn mich mal sieht, das ist der Schlüssel zu meinem Herzen. Die Nacht war für mich ein bisschen bescheiden. Ich konnte nicht wirklich einschlafen. Ich weiß nicht warum. Und dann mitten in der Nacht Kinder, Jugendliche. Ich weiß nicht genau, wie das gewesen ist. Meine Frau schätzt, es war ein Auto. Ich habe gesagt, es war so eine Boombox gewesen von der Firma BitJ. Auf einmal kam da so Disco-Musik mitten in der Nacht. So in dem frühen Morgen schon. Das war so 3, 4 gewesen. Aber mal so gefühlt, naja, 10 Minuten lang ungefähr, wenn es ein Auto gewesen ist oder Fußgänger mit einer Boombox, ist er bei uns vorbeigegangen und ist nicht weit von uns stehen geblieben. War schon ein bisschen nervig. Und dann um 5:30 morgens, das dürften alle normalerweise gehört haben, die auch bei mir in der Region wohnen, hat irgendein Idiot, ich nenne mal wirklich so Idiot, angefangen, ein Feuerwerk zu zünden. Es waren zwar nur 2 Raketen gewesen, aber die waren dementsprechend laut gewesen, weil ja um die Zeit schläft, aber da ist draußen ruhig. Wir waren dann wieder wach gewesen, wo ich mir gesagt habe, okay, dann stehe ich halt jetzt auf, weil jetzt von Art an noch eine Stunde schlafen, ich hätte noch eine Stunde Schlaf gehabt, bis mein Wecker losgegangen wäre, weil mein Kind muss ja zum Kindergarten. Ich gebe nicht ganz Sinn, deswegen habe ich gesagt, okay, scheiß drauf. Also jetzt habt ihr es erreicht. Ich stehe jetzt auf. Ja? Also das war wirklich eine komische Nacht für mich und auch eine laute Nacht. Und liebe Grüße an die Person, die Feuerwerk gemacht hat morgens um 5:30. Idiot.
Und die Person, die mit seinem Auto oder mit seiner Boombox da mitten in der Nacht da voll lautstark vorbeifährt, Fenster runter, Idiot 2. Liebe Grüße, wenn ihr euch gegrüßt fühlt, könnt ihr gerne zurückgrüßen, euer Marco Lorenz. Ja, also heute Nachmittag war ich hier nochmal Besuch in meinem Garten, das heißt von Art, ich muss mich jetzt nicht beeilen, aber zumindest mein Regal werde ich gleich fertig machen noch. Das ist eines der wichtigen Projekte und was wollte ich noch machen? Ich sag mal, was lügen. Pflasterarbeiten wollte ich noch machen. Pflasterarbeiten, damit die Steine wegkommen, bevor der Frost kommt. Weil jetzt ist von Art der Witterungsverhältnis so, wo man sagen kann, es ist draußen warm, aber nicht zu warm und auch nicht zu kalt, um zu pflastern. Das passt mir eigentlich recht gut. Mein Scooter, wenn ich schaffe, heute reparieren und dann fange ich immer noch andere Arbeiten an. Ich wollte auch schon mein Holz theoretisch vorbereiten. Das wird heute noch nichts werden. Das wäre Holz, weil wir wollen ja uns in einem Gartenhaus ja noch so ein bisschen, wie nennt man das Ganze, ein bisschen Dämmmaterial bringen. Wir gehen dafür mal rein, um das mal genauer zu zeigen. Wir wollten da Dämmmaterial reinbringen. Im oberen Deckenbereich hier. Ja, da wollten wir Dämmmaterial reinbringen, weil wir haben ja hier von Arte nur eine reine Holzdecke und das ist ja nicht viel Schutz. Ja, das heißt, vor Hitze, vor Kälte, nicht viel Schutz. Die Außenwände sind wir ja schon bei. Ihr seht, da haben wir ja schon ein bisschen angefangen, im letzten Jahr bereits schon. Das wird noch in dieser Seite fortgesetzt und den ganzen Raum vorgesetzt, aber es kostet ja alles Geld. Das heißt, es wird Step by Step gemacht, aber zumindest ich wollte schon mal die Bretter, die ich schon mal habe, ich habe auch ein bisschen Dämmmaterial sogar schon da, kostenlos halten. Oder fast kostenlos. Fast kostenlos war gewesen. Zumindest wollte ich mal die Bretter schon mal zurechtsägen in der Länge, wie ich sie über Tiefe, wie ich sie brauche, wo dann von Art das Dämmmaterial reinkommt. Bretter von außen immer ran, also von außen mal verschallen, glaube ich, nennt man das offiziellerweise, damit das Ganze dann auch fertig ist. Ist geplant gewesen, auch für heute, aber ich glaube, das werde ich heute nicht schaffen. Möglich wäre es, aber ich liege daran, wie schnell ich jetzt vorauskomme. Wir sind immer noch Kaffee trinken und dennoch. Das, ich denke mal, am meisten aufhalten werden mich gleich wieder die Pflaster arbeiten oder irgendwelche anderen Sachen, mit denen ich jetzt noch nicht rechne. Sagen wir so. Gut, schauen wir kurz mal in den Schuppen rein, beziehungsweise zuerst in unser, weil wir schon im Haus drin sind, in unser Badezimmer, damit ihr da schon mal seht, was wir da schon mal so jetzt erreicht haben. Wir haben da jetzt nicht jetzt die hochkarätigen Sachen drin gemacht. Das ist hier unser Badezimmer. Sehr primitiv, sehr klein von Art. Jetzt dürfte ich mit der Kamera nicht weitergehen, weil jetzt begeben wir uns schon in unser Elektronikraum rein. Weil ihr wisst ja, wir haben ja bei uns Solar drin. Die Lampe ist ja auch Solar, die an der Seite hängt, die gerade ein bisschen leuchtet. Da. Ja, der geht zum Bewegungsmelder, Lampe geht da an. Also, ihr müsst mal beim Kauf, wenn ihr mal so Solarlampen haben wollt, die auch am Tage so ein bisschen Energie bringen, ja. Also ihr betretet einen Raum und die Lampe soll auf nur leuchten. Da sind die Dinger wirklich für geeignet. Es gibt verschiedene Solargeräte und es gibt auch welche, die gehen je nach Lichtverhältnissen an. Ich drücke es mal leicht aus. Was bedeutet, die meisten Solardinger, die ihr vielleicht auch kennt, sind da so konstruiert, dass sie erst angehen, wenn es draußen dunkel ist und so weiter. Und das war mal eine gewesen aus einem Lidl-Kapselmar. Die kann man auch so steuern, dass sie am Tage angeht. Da habt ihr verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, Empfindlichkeit, Dauer. Und diese Empfindlichkeit geht auf Licht. Von daher könnt ihr sagen, Licht soll Empfindlichkeit sehr weit runtergehen. Das bedeutet auch, wenn draußen Sonne scheint und ich betrete jetzt den Raum, der hier offiziell dunkel ist, geht hier drin Licht an. Ne? Also das ist eine ganz coole Solarlampe. Müssen wir mal genau gucken. Es gibt oder es gab zumindest solche Solarlampen. Ich hoffe, es gibt sie immer noch. Ich finde diese Dinge immer noch am besten. Die kann man auch am Tag gebrauchen. Wir haben ja auch ein paar Solarlampen bei uns hängen, die kann man tagsüber vergessen, die gehen nur nachts an. Wenn es wirklich dunkel ist. Wirklich dunkel ist. Ich kann es gleich dazu anzeigen. Also, was haben wir erstmal hier gemacht? Wir haben erstmal hier bei unserer ehemaligen Tür, die weiße Tür da vorne, die ist noch weiß, die wird auch noch irgendwann verblendet und so weiter. Also auch der Raum wird hier auch noch ein bisschen mehr isoliert. Haben wir jetzt oben ein Fenster angebracht, ja, damit wir quasi nicht rausgucken können, sondern damit wir mehr indirektes Licht einfangen können. Problem ist jetzt von Arte jetzt, also nicht das indirekte Licht, sondern quasi wir haben draußen noch auf unseren neuen Schrank, neuen alten Schrank, sehr viel Müll drauf liegen, dass das, was ein bisschen Licht wieder schluckt. Aber es kommt mehr Licht rein als vorher, kommt gar kein Licht rein. Ist schon mal gut. Wir erzählen auch gleich mehr, was sich draußen noch verändern wird. Im nächsten, übernächsten Jahr, ich weiß nicht. Und dann haben wir auch gleich die Tür
komplett versiegelt. Das heißt, von der Art alle Luftspaltmaße, die noch drin gewesen sind, so weit mit Silikon zugeschmiert, wie es ging. Wir hatten nur eine Tasche da gehabt. Ich hätte auch zuschäumen können. Ich habe es mit dem Schäumen da gehabt. Das Silikon war auch da gewesen. Ich bin ganz ausgehärtet. Hat den Sinn und Zweck, logischerweise, vielleicht auch, damit keine kalte Luft reinkommt oder keine Tiere reinkommen, die reinkommen können. Ja, das ist so der Grundgedanke dahinter, damit da von Ada nichts weiter passiert. In Anführungsstrichen nichts weiter passiert. Das Ganze haben wir versucht, auch im Haus auch schon so weit zu machen, dass wir alles so weit abgedichtet haben, damit hier wirklich man ein eigenes Raumklima drin hat. Beim Holzhaus ist immer schwierig. Wir wollen unseren Holzfußboden auch nochmal neu machen. Das bedeutet hier von der Art so ein bisschen Trittschutz nochmal einbringen. Wir merken, wenn die Kamera ab und zu mal, wenn wir Kameraaufnahmen machen und wir stehen im Haus drin, das knirrt und knarrt. Man sieht die Kamera, die wackelt hin und her. Ja? Und auch wegen der Fußbodenkälte wollen wir quasi auch nochmal. Es gibt so ganz dünne Isoliermatten. Ist geplant. Kosten auch nicht viel, aber es ist erstmal nur geplant, weil wir haben auch andere Sachen, die wir machen müssen. Also wir haben viel, was wir machen wollen im Garten, was immer noch geplant ist, unter anderem im Garten, aber aus mehreren Zählgründen immer noch scheitern. Wir wollen auch noch, bevor wir gleich den Außenbereich in den Schuppen 2.0 zeigen, ja, da vorne, wir wollen ja auch noch für unseren Gartenbrunnen, unsere Schwengelpumpe ja auch nochmal gerne nachbohren lassen. Weil bei unserer Schwengelpumpe, die ihr im Hintergrund da hinten seht, irgendwo da, wo das Gelbe ist. Da hinten ist unsere Schwengelpumpe angebaut. Und die wollen wir nochmal gerne nachbohren lassen, weil die nicht tief genug ist. Wir ziehen mit der zwar Wasser, aber anscheinend noch kein Grundwasser, weil man kann sagen, so ein Sommer bei 40, 60 Liter ist Wasser, dann kriegen wir kein Wasser mehr aus der Pumpe raus. Ärgerlich, wenn wir quasi sagen wollen, nächstes Jahr wollen wir den Pool von unserer Tochter betreiben, was immer geplant ist, weil dann den Pool wieder voll zu kriegen mit 2000 Liter, ist schon eine kleine Herausforderung. Da versuche ich immer noch Firmen zu finden, aber irgendwie finde ich keine Firma. Also wenn jemand hier in Rostock und Umgebung eine Firma weiß, die Gartenpumpen bohren oder auch nachbohren, bitte schreibt mich mal an, entweder hier in den Kommentaren verlinken oder mich per Instagram auf dem Privat anschreiben. Die Möglichkeit habt ihr ja. So, jetzt gehen wir jetzt mal kurz in unseren Schuppen rein, den wir jetzt gestern neu gemacht haben. Ich drehe mir immer so rum erstmal um. Lupp. So, also Schuppen 2.0. Früher an der Wand waren die ganzen Regale verstreut gewesen. Die haben wir jetzt entfernt. Die Regale stehen nämlich jetzt, wie ihr schon seht, ich versuche mal anzufangen ein bisschen, in diesem Bereich. Da stehen jetzt die Regale drin. Wir betreten natürlich auch den Schuppen jetzt. Hat den Vorteil, wir können jetzt in den Schuppen ganz bequem reingehen. Ja, das ist der große Vorteil. Und dann können wir uns quasi die Auflagen nehmen, die wir zufällig gerade brauchen. Die Auflagen, die ihr hier teilweise drin seht, hier unten auch die großen und die nicht ganz so großen, die gehen alle nochmal raus. Was ist denn, möchtest du auch? Nein, will ich nicht. Gerade so eine Information von meiner Kamera. Die gehen nochmal raus. Wir haben ja geplant, dass wir im Außenbereich nochmal sowas wie ein, wie hatte ich das gestern? Ich habe da doch einen Namen für, eine Plastikkiste. Ich frage nicht, wie sie heißt. Eine Plastikkiste uns besorgen, wo wir die Auflagen, Auflagenbox? Keine Ahnung. Wo wir die Auflagen drin verstauen, dann sind es jetzt hier aus diesem Gartenhaus, aus diesem Schuppen 2.0 auch raus. Und dann haben wir dementsprechend mehr Platz. Dann können die Auflagen, die jetzt hier oben liegen und uns ein bisschen die Sonne klauen vor unser Fenster, ja, können wir die Auflagen tiefer machen. Quasi erhalten wir durch, wir haben mehr Platz. Ist der derzeit Plan, ist noch nicht so umgesetzt worden. In der Ecke haben wir jetzt unsere Liegestühle stehen und unseren Tisch. Und in der anderen Ecke verstecken wir jetzt quasi Kleinigkeiten wie ein Poolsauger oder auch ganz hinten im Hintergrund seht ihr so ein bisschen unsere Sonnenschirme, für wenn mal Sonne ist und wir wollen uns mal ein bisschen beschirmen. Also das ist soweit erstmal fertig gemacht, soweit eingerichtet erstmal. Wie gesagt, hier wird mal beigehen, weil ich habe hier noch an diesem Regal noch so kleine Metallkanten dran, die ich gerne, die ich gerne absägen möchte. Das sind die hier. Da gehe ich näher mit der Flex mal bei und werde die dann dementsprechend nochmal demontieren, abflexen. Ist ein Plan und der Plan wird auch nachher gleich umgesetzt. Das ist quasi die erste Baumaßnahme, die ich heute mache. Ein bisschen für Lärm und Unterhaltung im Garten sorgen, kann man euch so sagen. So,
Also, da war der aktuelle Sachstand. Scheiße Nacht gehabt, kurze Nacht gehabt, durch Idioten auch teilweise draußen, die Fanater meinten, ein bisschen leer machen. Kaffee ist aufgesetzt, Frau und Kind kommen später vorbei zum Grillen. Also mit ein Teil meiner Kinder, der andere Teil vom Kind muss, glaube ich, zur Arbeit oder darf zur Arbeit, muss, darf. Das ist eine zwiespältige Sache. Ne, kann man ja so und so sehen, muss und darf zur Arbeit. Ne, je nachdem, was man beruflich macht, ob es einem beruflich Spaß macht, dann kann man sagen, wenn es beruflich Spaß macht, ich darf zur Arbeit. Und wenn es einem beruflich nicht Spaß macht, ich muss zur Arbeit. YouTuber, ich darf zur Arbeit. Ja, das war's von mir erstmal. Sorry, mal wieder ein längerer Daily Video Report. Schon mehr, länger als gestern sogar, länger als gestern. Also, Pflasterarbeiten heute geplant. Scooter, denke ich schon mehrere Tage dran. Ich glaube, ich muss mal Scooter zuallererst gleich mal die Schrauben nachziehen, vergesse ich wieder. Scooter, die Schrauben nachziehen. Hinten ein bisschen Freiraum am Abflexen, dann geht es beide zum Pflastern. Und dann peu à peu mal gucken, was da noch an fällt. Wer auch einen Garten rutschen hat, der weiß, es fällt immer was an. Ich könnte zum Beispiel teilweise den Rasen sogar schwer nachmähen, weil noch wächst der Rasen. 10 Grad Außentemperatur, wenn es auch tagsüber nicht mehr über 10 Grad kommt, dann hört auf, die Vegetation zu arbeiten. Solange wächst der Rasen halt noch. Und solange muss man halt fliegen und mähen, auch wenn es nachts frisch ist. Aber tagsüber ist es halt immer noch so warm, dass der Rasen meint, ich wachs mal. Ist ja für ihn halt auch ideal. Ne? Trockenes, jetzt morgens Nebel, also quasi Feuchtigkeit von oben. Ne? Tagsüber ein bisschen Wärme, zum Wachsen ideal für den Rasen. Gut. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne abonnieren teilen. Abonnieren teilen, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Die beiden Links zu diesen Kanälen habt ihr wie immer auf meiner YouTube-Profilseite, wo ihr auch Zugriff habt zu unserem Merchandise-Shop, wenn ihr ein paar Fanartikel von mir haben möchtet. Mit unserem neuen Logo, mit einem Original-Autogramm gibt es da verschiedene Varianten und etc. pp. Schaut einfach mal rein, wenn ihr mögt. Es gibt sogar Teddys. Wir haben sogar Teddys im Angebot. Ich verlinke dir nochmal gleich mal so ein Teddy. Wir haben sogar Teddys im Angebot drin. Also so ein Teddy bin ich auch mal. Ich finde irgendwie süß. Ja? Also schaut mal rein in unseren Fanshop und Instagram, TikTok, wie gesagt, die beiden Links dazu auch in der Profilseite auf YouTube zu finden. Bäuerchen. Jetzt schon Bäuerchen. Ich habe nicht mal was getrunken, schon Bäuerchen. Naja. Lange geredet, kurz Video schneiden und dann ist ran an den Speck, ran an die Arbeit. 9:30 mittlerweile. Wird Zeit, dass ihr anfangen zu arbeiten. Das bin ich näher beim Arbeiten bei, wenn meine Frau und Kind schon hier sind und ich wollte mir heute Zeit für beide nehmen. Oder zumindest für die Kleine. Wir sind aus dem Trampolin, wir reinigen. Ich gucke mal, was wir mit einem Trampolin. Bis dahin bleibt mir immer noch wieder zu sagen, macht euch einen schönen, was auch immer. Und wir üben zum Abschied nochmal kurz, auch wenn ihr mich nicht mehr seht, bin ich jetzt im Schwarzbild hier, im Tarnmodus gerade. Oh, Trampolin ist weit sauber. Die Birke wirft keine Pollen mehr ab. Schön. Also, wir üben mal kurz zum Abschied. Ich sag Marco, ihr sagt Lorenz. Marco, Marco und noch einmal Marco. Ja, ihr könnt das wirklich schon. Also langsam könnt ihr das immer mehr. Wir üben das immer noch weiter, bis ihr das wirklich aus dem FF könnt. Also, schönen Tag euch noch und bis bald. Euer Marco Lorenz. Habt noch einen schönen Mittwoch. Habt noch einen schönen Mittwoch. Und morgen erzähle ich euch, warum auch meine Frau, wenn ich das morgen vergessen sollte, warum meine Frau derzeit selten im Garten ist. Das hat nicht eine körperliche Ursache, über die wir gerne mal kurz nebenbei berichten. Ich habe mich ja gestern so ein bisschen informiert. Und ja, dazu dann morgen nochmal mehr. Also dann zum Daily-Video-Report, ne? Also nicht zum Querformat-Format, sondern zum Daily-Video-Report, Hochformat-Format. So viel Formate. Zeit zum Formatieren. Tschüss, euer Marco Lorenz und bis dann.